Sehr geehrter Herr Landrat, liebe KollegInnen, liebe MitbürgerInnen. Eine Krise wie die gegenwärtige erfordert allen voran eines: Verantwortung. Wir alle tragen die Verantwortung, mit dem eigenen Verhalten zur Gesundheit anderer, mit dem eigenen Verhalten zu unserem gesellschaftlichen Zusammenhalt beizutragen. In diesem Kontext sehe ich die heutige Absage des Kreistags und dieses neue Format als Zeichen dieser Verantwortung. Aus dieser Verantwortung heraus halte ich es allerdings auch für äußerst problematisch, wenn sich öffentliche Amtsträger spaltend und verzerrend äußern oder in ihren Äußerungen eine solche Interpretation zulassen. Derartige Äußerungen wirken sich kaum auf die betroffenen Gruppen direkt, aber umso deutlicher auf die darauf folgende Abgrenzung Dritter aus. Aus dieser Verantwortung heraus halte ich es auch für äußerst problematisch, dass gegenwärtig Jugendbashing en vogue gerät. Es sind nicht die Jungen oder die Alten, die das Virus verbreiten, sondern die Unverantwortlichen jeden Alters, die unsere freiheitliche Ordnung ausreizen und an den Rand der Überforderung treiben. Die allermeisten jungen Menschen zeigen sich höchst verantwortlich und das, obwohl ihnen ihre Jugend durch das Virus sprichwörtlich gestohlen wird. Ihre Lebens- und Erfahrungsräume leiden in der Krise besonders, vom Auslandsjahr über den Einstieg in die Ausbildung, in Beruf bis hin zur Jugendarbeit, Kultur, Freiräume, die ihnen im Alltag sonst gewährt werden. Nun aber zum Haushalt. Die Krise legt Mängel offen und verschärft bestehende Defizite. Genau hier setzen unsere Schwerpunkte als SPD-Kreistagsfraktion an. Wir richten unseren Blick auf die Transformation der Wirtschaft, ökologisch wie digital, die Mobilitätswende und den Einsatz gegen Armut und für bezahlbares Wohnen. Erstens, den digitalen und sozialökologischen Wandel aktiv gestalten. Corona-Krise, Wirtschaftskrise, Strukturwandelkrise, Klimakrise. In dieser Reihenfolge, womöglich ein Klimax, liegen die Herausforderungen vor uns. Covid-19 wirkt hierbei wie ein Brandbeschleuniger. Vorhanden waren diese Herausforderungen jedoch bereits zuvor. Zu lange ist die digitale Infrastruktur nur sporadisch ausgebaut worden. Zu lange sind ökologische Ziele nur halbherzig verfolgt worden. Noch ist es nicht zu spät. Darum liegt in der Krise auch eine Chance. Der Restart muss diesen Zielen gewidmet werden. Mutige Zukunftsinvestitionen sind gefragt. Der Wiederaufbauplan der Europäischen Union setzt die richtigen Prioritäten für den digitalen und den ökologisch-sozialen Wandel. Lassen Sie mich mit Ausführungen zum digitalen Wandel beginnen. Neuland ist leider noch immer die Metapher für Digitalisierung in Deutschland. Passender wäre ehrlich gesagt digitales Ödland. Deutschland ist international abgehängt. Und die Pandemie macht das deutlich spürbar. Viel zu häufig scheitert das Homeoffice bereits an der Datenverbindung. Deshalb fordern wir zeitnah einen Bericht des Zweckverbands Breitband zum Ausbaustand. Erheblichen Bedarf in dieser Hinsicht sehen wir auch bei unseren Schulen. Das System Schule wird nicht mehr in die Zeit vor Corona zurückkehren. Der Weg zur Digitalisierung ist vorgezeichnet. Diesen Weg müssen aber auch alle mitgehen können. Niemand darf abgehängt werden, weil zu Hause die Netzverbindung zu schlecht ist oder weil Lehrkräfte zwar mit modernen Geräten ausgestattet sind, aber es an der technischen Betreuung fehlt. Dabei haben wir nicht nur unsere Kreisschulen im Blick, sondern alle Schulen im Landkreis. Im Sommer haben wir bereits vorgeschlagen, das Kreismedienzentrum zu einer Digitalisierungsagentur auszubauen. Dies ist notwendig, wenn die Digitalisierung erfolgreich vor Ort funktionieren soll. Insbesondere kleine Kommunen können als Schulträger eine Betreuung nicht allein stemmen. Dass dabei das Land finanziell ins Boot muss, ist völlig klar. Hier haben Sie unsere volle Unterstützung, Herr Landrat. Wenn Sie es aber selbst ernst meinen mit der von Ihnen viel beschworenen Partnerschaft des Kreises mit seinen Kommunen, dann sollten Sie die kleineren Kommunen an dieser Stelle nicht allein lassen. Denn wir können es uns nicht mehr leisten, vor Ort zu warten, bis die landespolitischen Grundsatzfragen gelöst sind. Apropos Landesebene. Krisen bieten die Chance, effektives Management zu beweisen, sich als Macherin
in Szene zu setzen. Die Kultusministerin beweist das Gegenteil, vornehm ausgedrückt. Man könnte auch von einem heillosen Durcheinander im Kultusministerium sprechen. Ob das dem Unvermögen der Ministerin selbst, dem vorgezogenen Wahlkampf ihrerseits oder anderen Gründen zu verdanken ist, kann und darf jede und jeder selbst entscheiden. Die Leidtragenden sind allerdings klar, die Schulen und alle dort Betroffenen. Lassen Sie uns den Blick auf die sozialökologische Wende richten. Auch in der aktuellen Krise dürfen wir allesamt nicht vergessen, dass hier noch eine viel größere Herausforderung auf uns wartet. Corona ist ein laues Lüftchen verglichen mit dem Orkan, der uns durch den Klimawandel droht, und das auf Dauer. Wir müssen endlich das Ruder herumreißen. Und dass dies noch gelingen kann und wir angesichts der erforderlichen Veränderungen nicht einfach den Kopf in den Sand stecken müssen, zeigen neue Studien eindrucksvoll auf. Die sozialökologische Transformation ist auch eine Chance. Sie bietet unserer innovativen Wirtschaft die Gelegenheit, einen globalen, technologieaffinen Zukunftsmarkt zu erobern. Diese Herausforderung gelingt aber nur gemeinsam, wenn alle am gleichen Strang ziehen, der hier heißt 1,5-Grad-Ziel, wie ihn das Pariser Klimaabkommen vorgegeben hat. Das verbleibende CO2-Budget ist bei unserem gegenwärtigen ökologischen Fußabdruck allerdings bereits Anfang des nächsten Jahrzehnts aufgebraucht, spätestens. Wir müssen nicht erst 2050 klimaneutral wirtschaften, sondern deutlich früher, um die rechtsverbindlichen Ziele des Pariser Klimaschutzabkommens zu erreichen. Maßgeblich ist also, so schnell wie möglich, so wirksam wie möglich zu handeln. Umso rascher die Reduktion erfolgt, umso leichter werden unsere Anstrengungen. Stichwort Klimafolgen. Erfüllen wir dies nicht, trifft es allen voran andere, ärmere Länder. Globale Verantwortung ist gefragt. Daher blicken wir mit Sorge auf die Entwicklung in unserem Landkreis. Betroffen macht uns, dass wir uns im Landkreis gerade nicht an diesem 1,5-Grad-Ziel orientieren. Nicht einmal als rechnerischer Vergleichswert. Halten wir den Kurs, müssen andere, auch weniger leistungsstarke Regionen, noch stärker zur Reduktion beitragen. Wenig Verständnis haben wir auch dafür, dass auf eine begleitende Beteiligung von ExpertInnen verzichtet werden soll. Wir sind überzeugt, dass beide Entscheidungen falsche Signale senden, gerade jetzt. Trotzdem unterstützen wir natürlich nachdrücklich alle Bestrebungen, nun rasch die Grundlage zu schaffen, Stichwort Klimaschutzagentur, und konkrete Maßnahmen anzugehen. Als Lichtblick bleibt, dass der Klimaschutz bei allen zukünftigen Maßnahmen stets im Blick bleibt. Das gewährleistet das zukünftige Prüffeld für Klimarelevanz. Wir freuen uns, dass unser Antrag hierzu positiv aufgegriffen wird. Abschließend möchte ich zu diesem Thema noch ein persönliches Wort loswerden. In Sachen Klimaschutz und Beteiligung bin ich offen gestanden enttäuscht von den Grünen. Beide Vorschläge unsererseits, die Beteiligung wie die Orientierung am Pariser Klimaabkommen, wurden von Ihnen abgelehnt und uns Populismus vorgeworfen. Eine Bewertung, wer hier populistisch unterwegs ist, wenn er einerseits eine Politik des Gehörtwerdens und ein eindeutiges Klimaschutzbekenntnis in Sonntagsreden vorträgt, aber wenn es zur Umsetzung kommt, zur strategischen Orientierung, es anders handhabt, überlasse ich anderen. Vielleicht ist das aber auch kein Zufall. Blicken wir auf die grün-schwarze Landesregierung, so zeichnet sich ein ähnliches Bild. Auch hier kritisieren Verbände, unter anderem der BUND, dass das Pariser Klimaschutzabkommen durch das Landesklimaschutzgesetz nicht erreicht werde. Und auch hier werden mit Unterstützung der Grünen weitergehende Beteiligungsinstrumente, unter anderem für die Landkreisebene, abgelehnt. Es bewährt sich also der Rat, Taten zählen, nicht Versprechungen. Oder etwas zugespitzter, der grüne Lack ist ab, darunter scheint es ziemlich dunkel hervor. Unser nächster Schwerpunkt ist zugleich zentrales Handlungsfeld dieser sozialökologischen Transformation. Ich spreche von der Mobilitätswende und dem Vorfahrt für den ÖPNV. Die Mobilitätswende ist ein zentrales Element zur Erreichung unserer Klimaschutzziele. Ein Bereich, in dem wir als Landkreis unmittelbar aktiv werden können. Der hohe Energiebedarf des Individualverkehrs macht das Potenzial sehr deutlich. Ein Pkw verbraucht pro Kilometer und Person gegenüber der Bahn das rund 4,8-fache an Energie. Die Mobilitätswende muss daher allen voran eine Wende hin zum ÖPNV werden.
Die jüngst veröffentlichte Wuppertal-Studie zur Einhaltung des 1,5-Grad-Ziels weist hier den Weg. Die ÖPNV-Kapazitäten sind zu verdoppeln und der Autoverkehr gleichzeitig zu halbieren. Ein solches Vorhaben ist ambitioniert, keine Frage. Herausforderungen wie der Klimaschutz fordern allerdings auch mutige Entscheidungen. Um dies zu erreichen, ist ein Bündel an Maßnahmen auf Preis- und Angebotsseite gleichzeitig erforderlich. Um die Menschen zum Umstieg auf Schiene und Bus zu bewegen, muss der ÖPNV aber auch preislich attraktiv sein. Und zudem gilt, die Alltagsmobilität des Einzelnen darf nicht zur Frage der sozialen Leistungsfähigkeit werden. Sozial gerechte Klimapolitik schließt unserer Auffassung nach zwingend die Bezahlbarkeit auch der Verkehrsalternativen mit ein. Darum erneuern wir unsere Forderung nach einem regionsweiten 365-Euro-Ticket. Wir bitten die Kreisverwaltung zu berichten, wie weit der Antrag beim Bund für ein solches Modellprojekt im VVS gediehen ist. Unabhängig davon wollen wir mit unserem Antrag zum School-Abo den Einstieg in ein 365-Euro-Ticket im kommenden Jahr vornehmen. Eltern werden spürbar entlastet, Bildungsgerechtigkeit und Chancengleichheit mit gefördert. Und nicht zuletzt wollen wir gegenüber der Landeshauptstadt, die das rabattierte Ticket bereits einführte, nicht ins Hintertreffen geraten. Diese Mobilitätswende kann jedoch nicht allein in den Händen der Kommunen liegen. Die Finanzierung des ÖPNV muss daher einer vollständigen Neubetrachtung unterzogen werden. Neue Konzepte sind gefragt. In Wien hat sich die zweckgebundene Verwendung von Mitteln aus der Parkraumbewirtschaftung oder von Einnahmen aus erhöhten Beförderungsentgelten bewährt. Auch die Idee einer gesetzlich verankerten Nahverkehrsabgabe, hier bin ich ganz bei der Kollegin, oder einer City-Maut halten wir für denkbar. Unseren dritten Schwerpunkt legen wir auf den Einsatz gegen Armut und für bezahlbares Wohnen. Die Teilhabechancen jedes und jeder Einzelnen hängen immer stärker vom verfügbaren finanziellen Spielraum ab. Die Kluft zwischen Arm und Reich wächst. Ich möchte deutlich sagen, niemals darf das Leben in unserer Region von der Größe des Geldbeutels abhängig sein. Unser gesellschaftlicher Zusammenhalt, unsere Demokratie macht gerade in Deutschland eine relative Nähe der Milieus aus, die zunehmend droht, verloren zu gehen. Erschreckend ist, dass gerade die Kinderarmut in unserem reichen Baden-Württemberg in den vergangenen Jahren erheblich gestiegen ist. Jedes fünfte Kind ist inzwischen von Armut bedroht. Kinder sind unser aller Zukunft. Von ihnen, ihren Talenten und ihren Fähigkeiten, aber ebenso ihren Chancen, hängt das zukünftige Wohl unserer Gesellschaft ab. Es liegt in unserer Verantwortung, diese Ausgangschancen für sie bestmöglich zu gestalten. Um gezielte Ansätze gegen Kinderarmut zu finden, beantragen wir die Erstellung eines Armutsberichts für den Landkreis Esslingen. Auf dieser Basis können gemeinsam mit PartnerInnen aus dem Feld präventive Ansätze zur Vermeidung eines weiteren Abrutschens gefunden werden. Ein wesentlicher Armutsfaktor liegt in der Frage des Wohnens. Wohnraum wird zunehmend zum Luxusgut und für viele Menschen zur existenziellen Frage. Für uns ist das Recht auf Wohnraum ein Menschenrecht. Gerade in Zeiten einer Pandemie erlangen die eigenen vier Wände eine besondere Qualität. Spürbar wird, welch sozialer Sprengstoff in der Verfügbarkeit und ebenso in der Bezahlbarkeit von Wohnraum liegt. Darum beobachten wir die Mietobergrenzen des Landkreises genau. Die Konzeption sowie die sich daraus ergebende tatsächlichen Grenzwerte sehen wir von Beginn an kritisch. Die Evaluation ist überfällig, auch rechtlich. Und wir erwarten, dass diese mehr als nur eine kleine Kurskorrektur mit sich bringen wird. Bis dahin wollen wir zumindest eine realistische Anpassung bei den Obergrenzen, die der Entwicklung des Wohnungsmarktes auch tatsächlich Rechnung trägt. Der hierzu gemeinsam mit Grünen und Linken eingereichte Antrag für eine pauschale Erhöhung um 5% liegt Ihnen bereits vor. Last but not least zur Kreisumlage. Unsere Zukunftsfähigkeit hängt von der finanziellen Leistungsfähigkeit ab. Dies gilt für den Landkreis wie für seine Kommunen. In Verantwortung für unsere Städte und Gemeinden sehen wir den Spielraum für eine Senkung der Kreisumlage auf 30 Hebesatzpunkten. Ohne das ursprünglich geplante Ergebnis zu unterschreiten und ohne geplante Investitionen des Landkreises zu gefährden. Zugleich stellen wir wie im vergangenen Jahr in Aussicht, bei Umsetzung der skizzierten Zukunftsprojekte auch mehr Mittel zur Verfügung zu stellen. Ich komme zum Schluss.
Vor uns liegen große Veränderungen, Transformationen, die uns gerade in der Region Stuttgart besonders herausfordern. Als SPD sind wir uns unserer Verantwortung darin sehr bewusst. Wir wollen diesen Wandel als Chance begreifen und jetzt die Weichen stellen, die Zukunft aktiv gestalten. Und daher freuen wir uns auf die anstehenden Beratungen und das gemeinsame Ringen um die besten Ansätze für unseren Landkreis. Vielen Dank.